Kapitel 8 – Ein Meer an Versprechen. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Da drin können wir noch was machen. Schlafen hat so gut getan. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Machen wir was einsammeln? Kräuter und Salben. Hugo, haben Sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Okay. Räucherwerk. Das riecht so gut. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Da ist auch noch was. Ketten, Ringe. Sophie heißt ja mächtig elegant. Naja, oder sie hat halt viel geklaut, ne? Ist ja eine Piratin, so wie ich das mitbekommen habe. Hey, mit ihm aussprechen? Immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Aber es ist so schön. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und ein Delfin. Das ist schön. Hast du Lust, Zeit mit deiner alten Schwester zu verbringen? Du bist doch nicht alt. Du? Woher kennst du eigentlich den Weg nach Lacuna? Sie hat hier bestimmt irgendwo Instrumente. Wir können sie auch fragen. Ja. Hallo. Ein toller Schild. Tut, was er muss. Hat mir auf die Haut gerettet. Der Vogel gefällt mir. Das ist ein Greif. Halb Löwe, halb Adler. Du hast also zur Hälfte recht. Das war mein Wappen. Mutig und listig, so wie ich. Unser Wappen ist ein Baum. Auch ein gutes Wappen. Stark, beständig, weise. Genau wie wir. Komm schon, Hugo. Er okay. Ist lustig. Sieht aus wie ein Bär. Und riecht auch so. Sag ich doch. Hallo. Hallo, die schrecklichen Geschwister des Sturms. Können wir auch mit dir reden? Hallo? Da? Ich glaube, da hat jemand eine Frage. Woher weißt du, wo es nach Lacuna geht? Das Meer ist so groß. Ganz einfach. Sirenen. Die kennen alle Routen. Was? Wo sind die? Kann ich sie sehen? Die sind ziemlich schüchtern. Deswegen benutze ich auch Instrumente und Karten. Ist kompliziert, aber ich bin schlau. Also? Oh, ja. Sirenen sind einfacher. Dürfen wir uns deine Instrumente mal angucken, Sophia? Klar, aber wenn ihr sie kaputt macht, werfe ich euch über Bord. Das war kein Witz. Das ist ja nett. Ja, jetzt haben wir gar keine Aufgabe mehr so richtig. Können wir hier runter? Hab ich jetzt gerade gesehen, das war eine Leiter, ne? In den Laderaum. Gehört das alles ihr? Ich denke schon. Außer sie beklaut ihre Mannschaft. Das dürfte dich interessieren. Oh, was ist das? Ein Astrolabium. Vater hat mir erzählt, dass man damit nach den Sternen navigieren kann. Oh, probieren wir es aus? Vielleicht nachts mal sehen. Naja, tagsüber wäre es ja nicht so intelligent. Ne? Da sieht man die Sterne nicht so wirklich. Sieh mal, ein Kompass. Darf ich mal? Ja, aber vorsichtig. Er ist schwer. Die Nadel zeigt dir immer an, wo Norden ist. Sie bewegt sich mit mir. Dann hör auf, dich zu bewegen. Hier, die Insel liegt im Süden, oder? Genau, wo wir hinfahren. Darf ich damit spielen? Aber nicht kaputt machen, sonst kriegst du es mit Sophia zu tun. Okay. Das heißt, ja, sprich mit den anderen, habe ich schon. Hier ist aber scheinbar nichts mehr drin. Alles klar.
müsste ich jetzt nochmal mit denen reden. Also mit Sophia könnte ich nochmal reden, aber ob er noch was Neues sagt? Ja, er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne, wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Pass nur weiter auf Hugo auf. Das wird dich retten. Das tut er bereits. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Ich meine, niemand das soll, ja. Hallo. Geht klar. Das ist so toll. Bei mir ist alles gut. Anno? Bei mir auch. Gut gemacht. Muss ich nochmal mit dir reden? Kann ich überhaupt nochmal mit dir reden? Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Ja, auf offenem Meer. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön für all das hier. Danke, Anno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch, da ist was, oder? Das ist sie, Lacuna! Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Anno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Ja, wie kann ich denn helfen? Achso, sprich mit Sophia. Oh, was ist das? Tiere. Vielleicht aus Afrika? Tierfiguren. Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Sophia.
Hallo? Tag. Werd ihr soweit, dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist, und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Ja, wer dieses Spiel kennt, dürfte wissen, dass das nicht lange so bleiben wird. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. So schön und farbenfroh. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja! Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Klar, die wissen bestimmt, wo es einen Vogel gibt, wo es auch Wasser gibt und einen Baum. Das ist toll! So viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Tja, ist nur die Frage, wen wir fragen sollen. Ne? Bisher kam ein Moment, da war noch was. Direkt aus dem Garten unserer Mutter. Guten Tag. Hallo? Red doch mal mit mir, das ist unhöflich. Guten Tag. Kennt ihr zufällig einen Strand, an dem besondere Vögel leben? Ja. Hier auf der Insel haben wir hauptsächlich Seemöwen. Keine Vögel, von denen oft geträumt wird. Ha, ich sag dir, das sind verdammte Diebe. Ich meine keine Möwe. Gehen wir. Hey, danke, mein Herr. Möge euer Tag hell sein. Ebenfalls. Der weiß gar nichts. Naja, er kennt Seemöwen. Hab Geduld, Hugo. Tage sind in der Regel hell, ne? Aber ich weiß schon, wie es gemeint ist. Dann fragen wir uns mal durch.
Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Wo können wir denn hier noch hin? Warum wissen die nicht? Also die Geschichten der Seele, Winzling, nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Bin ich mal gespannt, ob wir jemanden finden, der diese Stelle kennt. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Warum sind hier Wachen? Und warum sehen die alle so aus wie die Wachen, die uns immer angreifen? Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Andere Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Insel kann nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Das Pferd. Können wir dann weiter? Aber wir sollten noch hier rum, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah ja. Gesang! Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Oha. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst. Bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios. Ob Sie das übertreffen können? Naja, sie haben monatelang... Folge gelebt. Der Parade. Ich hoffe, sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Ja, aber die Parade, wenn es denn eine ist, bewegt sich ja nicht. Wo soll ich denn hier folgen? Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert. Die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Ein Heidengott. Ein friedlicher. Ja. Ziehen die auch mal los? Oh, Tänzer! Amicia! Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tänzer noch? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei die Mutter. Sie sind hier. Hallo. Oh, Anna. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so? Preiset den Sohn. Nee, eigentlich auf sie, nicht neben sie. Warte, ich segne auf die Tänzer. Hugo, ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folgen wir der Parade. Klar. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Na doch, ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig. Wir holen sie schon ein. Ich höre sie auf jeden Fall noch singen. Das ist ein gutes Zeichen. Eieiei. Gesegnet sei die Mutter. Gesegnet sei die Mutter. Die Mutter wird gleich sprechen. Achso, ich dachte die Mutter Erde. Wie viele Leute? Was ist hier los? Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr.
Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land vor Komm. Verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Ja. Genau, lauf! Das Mädchen lauf, Vigo! Aber Anno! Zur Hölle mit ihm! Gott verdammt! Was ist hier los? Halt! Schnell! Nein, nein! Hier da! Hier lang! Wo hier lang? Sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Diskret heißt schleichen, oder? Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Rüben, wir sind in einem Stall. Hier muss doch was sein. Versperrt. Die Tür. Dahinter müsste doch der Platz sein. Ja, lass uns doch erstmal gucken, ob wir noch was mitnehmen können. Mal wieder nichts. Sollte aber wieder umschalten, so. Verschlossen, war klar. Ja, das war wirklich klar. Hallo, Mrs. Q, können Sie mir vielleicht den Ausgang erklären? Nein? Ja, das habe ich mir gedacht. Q sitzt ja auch mal hier drin. Da oben. Wir könnten einfach drüber steigen. Viel zu hoch. Wir müssen irgendwo draufklettern. Ja. Ja, ich muss das Ding da reinschieben wahrscheinlich. Yes. Nochmal eine Werkbank, aber ich kann natürlich wieder nichts machen, ne? Nö, ich habe immer noch nichts, was ich irgendwie benutzen könnte. Und wieso komme ich hier nicht rein? Der Karren hinter der Tür. Ja, wissen wir. Vielleicht kommen wir da ran. Aber wie? Höchstens von der anderen Seite. Da kann ich auch nicht durch, ne? Ah, Moment. Achso, kann ich ihn so reinschicken? Pass bloß auf. Ich weiß, keine Angst. Hugo? Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Der wartet echt drauf, dass ich zurückgehe, oder? Ich dachte, der knallt mir das Ding jetzt vor die Nase. Hier, schieb den Karren zurecht.
Nee, lieber von der anderen Seite. Ist hier denn sonst noch irgendwas? Na los! Teile finden wir wahrscheinlich wieder nicht da drin, ne? Schwefel aber. Okay. Hoch! Schwefel war aber nicht für... Nee. Oder vielleicht doch, aber nicht alleine. Nein. Warum hat Arnaud den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Kletter hoch. Komm, hoch mit dir. Aha. Gut, jetzt Vorsicht. Wovor? Dass hier was einstürzt oder was haben wir denn hier? Ah, Stücke, Werkzeug, aber ich vermute, dass das trotzdem noch nicht ausreichen wird. Da müssen wir raus, ne? Schnell! Der Graf wird angegriffen! Geh, ich halte Ausschau nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Nee, wir folgen ihn nicht. Ich wollte vorher, bevor das jetzt losgeht, wollte ich eigentlich nochmal kurz hier... Oh, ich brauche gar nicht drücken. Wollte ich nochmal kurz zur Werkbank. Rüber mit dir. In der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch was machen können. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wo kam ich denn jetzt her? Moment. Von da oben, ne? Nee. Ach, jetzt sag bloß, ich darf da nicht mehr zurück. Das ist doch ein Mist hier. Oh, ernsthaft. Oder stand die Werkbank hier unten drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na los. Ah, sie stand hier drin. Mal sehen, was sich machen lässt. So, ich denke gar... Ja, das waren die Teile rechts, so wie es aussieht. Ja, ja, ja. Nein. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrit und Bolzen. Ob ich das mal machen soll? Weil dann kann ich... Dann habe ich ja immer neue Teile, oder? Vielleicht habe ich tatsächlich da einen Fehler gemacht von Anfang an. Ich bin mir nicht sicher. Viel besser. So, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel... Da war doch eine Kiste im Moment, die war hier, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel was finden, was wir schon haben. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, was da drin ist. Das ist natürlich blöd. Dann können wir Stein werfen. Nee. Wie können wir das denn jetzt verwerten? Drücke das, um mehr zu erfahren. Aufwerten, Fertigkeiten, Herstellung. Verwerten kann ich es trotzdem nicht. Okay, das hat uns jetzt irgendwie so gar nichts gebracht. Ich weiß, das gab es auch im ersten Teil, aber ich weiß nicht, ob wir es da schon benutzt hatten. Okay, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Aufgabe hier. So, wo stehe ich denn drin? Da ist aber noch... Doch, da oben steht einer, ne? Sieht der uns? Hab ich euch! Nein! Beeil dich! Runter! Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, der Falke reagiert schnell auf Sicht und Geräusche. Bleibe so oft wie möglich in Deckung und lenke ihn mit deinen Werkzeugen und Objekten in deiner Umgebung ab. Vielleicht da hinten? Ach, flieg! Der Vogel ist böse. Aber dumm. Bleib einfach bei mir, dann wird alles gut.
Also das mit der Ablenkung hat ja jetzt gar nicht geklappt. Ja, aber was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt zu dem hin oder wie? Töte sie! Oh, wow. Okay. Also kommt man gar nicht bis vorne. Wie soll man das denn machen? Komm schon, los! Ja. Hallo, da hat er uns doch eben nicht getroffen. Was ist das denn? Hä? Oder muss ich mich kurz zeigen und dann rüber? Ah, ich glaube, ich verstehe. Los! Los jetzt, in Deckung! Ach, Angriff! Töte! Da. Er ist so schnell, ein Fehler und wir sind... Los, los, los! Ja, der ist wirklich richtig, oh, richtig wollt krass. Also spielen? Dann spielen wir! Da ist Feuer, ich weiß aber nicht... Auf sie! Flieg! Irgendwann macht ihr einen Fehler. Töte sie! Ja, aber was hat uns das jetzt gebracht? Das ist jetzt die Frage, ne? Wir könnten jetzt theoretisch nach links und da kämen wir dann die Treppen hoch. Die Frage ist, bringt uns das was? Da! Oh ja, die läuft auch überhaupt nicht. Müssen wir von vorne. Bring mir ihre Augen. Zusammen. Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden deinen Vogel. Angriff. Mistvieh. Hört er nicht auf? Keine Ahnung. Weil er doof ist. Es dauert zu lang. Sehe, du hast dem Grafen was angetan, Anno. Auf sie! Na, look, geh weg! Kusch, kusch! Flieh! Nein! Och, komm! Vielleicht hätte ich am Ende laufen müssen. Das ist doch ätzend. Wenigstens müssen wir nicht ganz von vorne anfangen. Da, Angriff! Hoch! Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden deinen Vogel. Bring mir ihre Augen! Hä? Komm schon, los! Mistvieh! Warum hört er nicht auf? Angriff! Nein! Och, komm, ey. Nur weil ich auf die Scheiß-Taste gekommen bin. Oh, ist das nervig. Schnell! Rüber mit dir. Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ich weiß, ist er nicht? Dass er hier wir finden seid. Deinen Vogel. Da, Angriff! Es ging auch nicht noch ein bisschen langsamer darüber. Bring mir ihre Augen! Es dauert so lange. Sehe, du hast dem Grafen was angetan, Anno. Los! Zusammen, geh weg! Kusch, kusch! Lauf, Mann! Ja, wir sind da. Weg hier, schnell! Boah, war das jetzt nervig. Oh, das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Anno verflucht? Hör mal, das sind Schwerter. Ja, ja, schnell. Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Maul, ich mach dich kalt, wie deine Männer. Du stirbst doch sowieso. Was soll ich denn machen? Und wofür? Verdammt!
So. Was sollen wir tun? Nein! Du miese Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Das ist die Terrasse? Kommt rein. Fuck. Echt jetzt? Das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um und? Den Sohn der Glutasche. Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Guyenne, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß, ich freue mich auf unser Zimmer. Agnes, richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist Ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Wem ist es jetzt auch in den Sinn gekommen, den einfach mal zwischen den Beinen ja, eine reinzuhauen? Sind Sie nicht hübsch? Leider müssen die ja ständig reden, wenn man irgendwas sagen will. Lotusblüten? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo. Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege.
Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich. Komm, Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage, in der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Amicia, auf dem Stein, das ist mein Vogel. Moment, wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht. Auf, dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter. Dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja, ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater, Hugo, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja, ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihnen. Und erzähle hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Nee, das war nicht. Ist alles für morgen bereit? Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh, wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Hugo! Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin? Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja!